Und was haben die im Kopf, wenn sie pauschal fordern, den freien Handel militärisch zu sichern? Und natürlich, ich bestreite gar nicht, der freie Handel ist wichtig und wertvoll, nicht nur wegen der positiven wirtschaftlichen Auswirkungen, sondern auch, weil er Frieden stiftet. Er heißt nicht umsonst freier Handel. Mit Gewalt kann und darf man ihn nicht durchsetzen. Die Menschen im Kongo haben nichts von ihrem Reichtum. Und faire deutsche Unternehmen haben auch nichts vom Reichtum im Kongo, weil mit diesen Strukturen nicht wirklich zu handeln ist und keine vernünftigen Geschäfte zu machen sind. Deshalb ist es ein legitimes Interesse, die ethische Verpflichtung, die wir hatten, im Kongo zu helfen, den Wahlprozess abzusichern, damit in der Argumentation zu verbinden, Stabilität im Kongo zu schaffen, als eine Voraussetzung für wirtschaftliche Interessen. Und wirtschaftliche Interessen heißt dann nichts anderes, Stabilität, damit die Menschen in dem Land nicht von ihren Strukturen ausgebeutet werden, sondern teilhaben am Reichtum. Und Stabilität heißt, die deutsche Wirtschaft kann fairen Handel betreiben, der den Ländern, den Menschen dort wie in Deutschland nützt. Darum geht's, und hätte Herr Köhler das so erklärt, wäre er wahrscheinlich heute auch noch Bundespräsident. Dieses Handelsland Nummer 1 hat ein hohes Interesse an freier Seefahrt. Es sind unsere Container, die dort bewegt werden. Ich möchte Ihnen ein Zitat vorlesen aus dem Taschenatlas der deutschen Kriegsmarine von 1914. Da heißt es wörtlich: Unerbittliche wirtschaftliche Notwendigkeit, nicht politischer Ehrgeiz, zwingt alle wirtschaftlich führenden Nationen, für die Sicherstellung der Versorgung mit den von der heimischen Volkswirtschaft nicht erzeugten, aber unentbehrlichen Rohstoffen und für die Sicherung des Absatzes der eigenen Erzeugnisse zu sorgen. Wir müssen über See verkaufen oder untergehen. Das war 1914. Manche Argumente heute für den Einsatz der Bundeswehr, generell das Militär, aus wirtschaftlichen Gründen, klingt ähnlich. Wer bitte schön soll sich denn darum kümmern, wenn nicht die Europäer? Wir werden in den nächsten Jahren weiterhin erleben, dass sich die Vereinigten Staaten schrittweise zurückziehen werden und sagen werden, bitte schön, das liegt bei euch vor der Haustür, ihr müsst euch darum kümmern, für regionale Stabilität zu sorgen, wo wir auch unter deutschen Gesichtspunkten ein Interesse an Stabilität haben. Und das betrifft eben dann die Sicherheit von Seehandelswegen, das betrifft den Zugang zu Rohstoffen, das muss gar nicht nur Bodenschätze betreffen, das kann auch mal natürliche Ressourcen wie Wasser angehen. Wissen Sie, was mich am meisten stört? Dass wir das Ganze nicht verbinden mit einem Konzept, mit einem Entwicklungskonzept der Nachhaltigkeit, sodass wir dort eine andere Ökonomie aufbauen und dann Piraterie den Boden entzögen. Wir greifen immer nur militärisch ein. Mehr fällt uns nicht ein. Und das reicht einfach nicht aus auf dieser Erde. Stellen Sie sich mal vor, die afrikanischen Staaten wären uns militärisch überlegen. Na, die hätten vielleicht ökonomische Gründe, uns zu überfallen. Die könnten ja sagen, jahrhundertelang wurden sie kolonial ausgebeutet. Jetzt schicken wir dort immer noch subventionierte, vom Preis her subventionierte Lebensmittel hin. Das können sie sich gar nicht leisten. Sie müssen zu den richtigen Preisen hier bestehen. Das langt ihnen alles. Sie führen mal einen Krieg gegen uns. Also ich warne nur davor.